Liebe Brüder und Schwestern, gar manches hat mich bewegt bei der Betrachtung dieser Lesungen. Es tun sich irgendwie Abgründe auf. Zunächst die Warnung in Jeremia, die uns, den Hirten, gilt. Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zu zerstreuen. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch dafür zur Rechenschaft wegen eurer bösen Taten. Und dann diese großartige Zusage: Ich selbst aber sammle jetzt den Rest meiner Schafe, bringe sie zurück auf ihre Weide. Sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für sie Hirten bestellen, die sie weiden. Und sie werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen. Vergleiche hinken zwar immer, aber wenn wir das Hirtenamt richtig verstehen wollen und in weiterer Folge auch unsere eigene Berufung, dann könnte man das vergleichen mit, sag mal so, stellt euch vor, es käme zu mir der Schreiner, der den Hochaltar gemacht hat. Und er würde zu mir sagen: Lieber Anton, also ich gebe dir jetzt den Auftrag, einen Hochaltar zu machen. Hier hast du meine Werkzeuge und alle Maschinen und alles, was du brauchst. Dann müsste ich zu ihm sagen: Du, ich kann eine Holzkiste zusammennageln, aber damit ich so einen Hochaltar bauen kann, müsstest du mir all dein Wissen, deine Fähigkeiten, die Ordnungen, die einem solchen Werk zugrunde liegen und die man beachten muss, damit es entsteht, das müsstest du mir alles mitteilen, denn das habe ich nicht, das kann ich nicht. Und Jesus erwählt ja seine Apostel aus den Jüngern und sagt ihnen: So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, empfangt jetzt den Heiligen Geist. Sie sollen das Werk Jesu weiterführen. Aber das, was sie tun sollen und was sie wissen müssen, das haben sie nicht aus sich. Deshalb betet der Jesus auch so entschieden, bevor er dann an den Ölberg geht: Vater, bitte lass sie eins sein. So wie du in mir bist und ich in ihnen bin, sollen sie in uns sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. In der Einleitung des Messbuches, da stand heute: Wer anderen das Wort Gottes sagen will, muss selbst ein Hörender und ein Lernender sein. Jedes wirklich gelernte Wort aus Gott verändert den Menschen. Und jede Erfahrung mit ihm bereichert sein Leben. Erfahrungen mit Gott und den Menschen und den Dingen machen den Menschen weise und gut. Er wird still und lernt zu helfen. Und dieses Wort Jesu: Ich werde die Schafe jetzt selber suchen, das gilt uns Hirten und das gilt euch. Es geht nur um eines: dass der Herr mit seiner Weisheit, mit der Ordnung, die er allem Geschaffenen zugrunde gelegt hat, dass er sie mir mitteilen darf, dass er sie mir zeigen darf und dass sie in mir Fleisch wird. Also die Metaebene, die Übernatur, die aller Natur zugrunde liegt, diese Weisheit, diese Kraft, die will er mir mitteilen, euch und mir. Deshalb auch die Bitte im heutigen Tagesgebet: Herr unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben. Der Glaube ist ja nicht eine vermutende Haltung oder so etwas, sondern das, was der Glaube in unser Herz hineinträgt, bringt uns einen Inhalt, eine Wirklichkeit, eine Wahrheit, die in sich ihre Ordnungen hat und ihre Prioritäten. Es ist das, was Gott allem zugrunde gelegt hat, das will er in seinem Geist uns mitteilen.
Mach uns also stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Wisst ihr, wenn wir jetzt die Bilder vor Augen haben über die ganzen Überschwemmungen und das große Leid, das da verursacht wird, ich könnte die Corona-Krise noch dazu packen und alles, was sie an Implikationen hat. Liebe Brüder und Schwestern, mir war die heilige Hildegard von Bingen ein großer Schlüssel zu diesen Geheimnissen. Wie Jesus sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und wenn er in dieser Ordnung Gottes bleibt, wenn er in der Anbetung Gottes bleibt, weil das Erste ist ja, dass ich ihn einmal anerkenne, dann bleibt die ganze Schöpfung in ihrer Ordnung, weil sie hängt am Menschen. Hildegard beschreibt das mit der Grünkraft. Die Lebenskraft, die ja nicht aus der Welt selber kommt, sondern die von Gott her strömt. Und die Ordnungskraft, die fließt durch das Menschenherz, so sieht sie es in ihrer mächtigen Schau, in die ganze Schöpfung hinein. Und wenn der Mensch in der Ordnung Gottes bleibt, dann hält er die Elemente in ihrer Ordnung. Und wenn er, so schreibt sie, in die Gottvergessenheit gerät, dann stürzt er die Elemente ins Chaos und sie wenden sich letztlich gegen ihn, der auf diesen ganzen Elementen aufruht und zu dessen Freude sie geschaffen sind. Das Böse ist ein Mangel an Anwesenheit der Güte Gottes und seiner Fülle. Er hat alles wunderbar geschaffen. Und wenn man diese Bilder, ich habe nur einen kurzen Filmausschnitt gesehen, sieht, mit welcher Gewalt so vieles schön aufgebaute, so schön gewachsene, zerrissen und zerstört wird. So viel Mühe des Menschen auch. Und das in Ländern, würde ich sagen, die höchst zivilisiert sind und allem ihre eigene Ordnung auch aufdrücken konnten und so viel meinen im Griff zu haben, dann ist das schon auch ein Stück weit ein Geheimnis des Bösen, des Mangels an Anwesenheit an Gutem. Man kann freilich nicht sagen, dass hier Gott straft oder so etwas, aber es fehlt ein Stück weit die Kraft, die alles in den geordneten Bahnen hält. Wenngleich man sicher nicht von Strafe reden kann, aber es war mir einfach an Hilfe, anhand der Worte und dessen, was Hildegard schreibt, schon ein Fingerzeig. Wisst ihr, ich weiß noch gut, ich war damals, glaube ich, Diakon, ganz jung Priester, als auf der Donau in Österreich sich Frauen haben zu Priesterinnen weihen lassen. Ganz kurze Zeit später, darüber ist die Donau total über ihre Ufer getreten, hat große Schaden angerichtet. Man kann das nicht direkt verbinden, aber für mich war es ein Fingerzeig Gottes. Eine von Gott gesetzte Ordnung so in einem Hybris außer Kraft setzen zu wollen und sagen, wir machen, was wir wollen, hat Konsequenzen. Ganz ähnlich war es damals in New Orleans, was da im Vorfeld dieser großen Überschwemmungen gelaufen war, war wirklich widergöttlich und widergöttliche Ordnung gegen die Ordnung Gottes. Und jetzt haben wir wieder so einen gigantischen Dammbruch erlebt. Was in der EU entschieden worden ist, als Richtlinie für die Staaten und Mitglieder, dass es ein Recht auf Abtreibung gibt bis zum 9. Monat. Und dass das unter dem positiven Titel der Gesundheit der Frau subsumiert wird. Das ist ein Dammbruch. Das ist eine Beteiligung am Mord. Ich würde fast sagen, am Völkermord. Und vor Gott ist das ein ungeheures Frevel. Und dass dann diejenigen, die nicht mitwirken wollen an der Abtreibung, dass die verklagt werden können wegen unterlassener Hilfeleistung. Das ist wirklich die Verdrehung der Werte, die Gott gesetzt hat. Wisst ihr, was da geschehen ist? Das ist keine Kleinigkeit. Und
Ich sehe das, was da geschehen ist, auch ein Stück weit als ein Fingerzeig Gottes. Wer sehen will, kann sehen. Aber uns, und das ist ja auch die Frohbotschaft in dieser Zeit, würde ich sagen, uns ruft der Herr zurück zu ihm. Anerkennen seiner Ordnung. Ich könnte sagen, die Säulen seiner Ordnung sind die 10 Gebote, sind die zentralen Säulen. Und davon noch, ich würde sagen, jene, die das ganze Haus trägt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Mir fehlt der Aufschrei in der Kirche gegen das, was da geschieht. Diese Entschiedenheit zu sagen, nein, ich stehe ein für die Ordnung, die Gott gesetzt hat und nicht für diesen Wahnsinn, den der Mensch sich dann in seiner Verkehrung, in seiner Anmaßung, sich selber die Ordnung zu geben, erhebt. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, nur die Dinge zu denunzieren. Es geht wirklich, sich hineinziehen zu lassen in diese ganze Not der Menschen, die jetzt da sind und die auch leiden unter diesen Situationen. Denn Jesus lässt niemanden zurück. Er ist der gute Hirte, der allen nachgeht, der alle in die Fülle des Lebens führen will und damit vom Bösen befreien, vom Defizitären, vom Mangel. Also als Christ bin ich gerufen, diese Wirklichkeiten zu sehen und dann aber, auch wie Fatima es uns lehrt, wirklich einzutreten für diese Leute. Der Engel lehrt den Kindern in Fatima zu beten, mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, die auf dich nicht hoffen und die dich nicht anbeten, die dich nicht lieben. Das bringt der Engel den Kindern bei. Und das schließt ein, dass ich nicht im Beschuldigen mich erschöpfe oder so etwas, sondern dass ich wirklich für sie eintrete. Ich glaube, wir haben viel zu wenig existenziell gebetet für die, die uns leiten. Für die, die Macht ausüben in unserer Gesellschaft und die sie prägen. Es gehört zum Hirtentum dazu, finde ich. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, und ich denke, diese Zeit, sie hilft uns, das wieder neu in den Blick zu bekommen, was Johannes Paul geschrieben hat in einer Rede anlässlich des Gedenktags von der Maria Goretti. Er sagt, eine gewollt antimetaphysische Kultur, also eine Kultur, die nicht auf die Metaebene, auf die Gottesebene bezogen ist und von ihr her sich versteht, und ihr Leben von dort her deutet, erzeugt logischerweise eine agnostische und neuheidnische Gesellschaft. Trotz der lobenswerten Bemühungen ehrlicher Menschen, die sich um das Schicksal der Menschheit sorgen, wisst ihr, es gibt viele Leute, die vielleicht in bester Absicht versuchen, den Globus zu retten, alle möglichen Entscheidungen zu fällen. Oder diese Dinge werden jetzt auf der ersten Ebene zurückgeführt auf den Klimawandel. Und jetzt sollen wir uns alle anders verhalten. Aber das greift zu kurz. Es greift zu kurz. Also selbst die, die da guten Willen haben, wenn sie nicht beseelt sind von der Weisheit Gottes, so wie derjenige, der mich schickt, diesen Hochaltar zu machen, wenn er mich nicht mitteilen kann, seine Fähigkeiten, sein Wissen, die Gesetzmäßigkeit für eine solche Arbeit, dann werde ich sowas nicht zusammenbringen. Und die ganze Schöpfung ist doch viel komplexer wie dieser Hochaltar. Ohne die Weisheit Gottes, ohne die Ordnung Gottes, die allem zugrunde liegt, Leute, greift das Menschenmühen viel zu kurz, um dafür Sorge zu tragen, dass alles seine gottgewollte Ordnung hat, die jedem einzelnen Element und dem Gesamten die Fülle des Lebens schenkt. Wie oft haben wir mit menschlichen Bemühungen versucht, eine Lösung zu finden und haben hinterher gemerkt, sie richtet mehr Schaden an wie Nutzen.
Also ich sage euch diese Dinge einfach, kehrt zurück zum eigentlichen Hirten, so schreibt Petrus, der Jesus Christus ist. Und das, was die Lesung von Jeremia uns heute sagt, ist, er selber sucht euch. Er ist zugänglich. Ihr müsst euch nur ihm zuwenden und ihm zuhören und euch einlassen auf das, was er sagt. Das ist uns jetzt geschenkt. Das Großartige bei der Vision der heiligen Hildegard und bei ihr in dieser Vision, da führen die Elemente eine Beschwerde vor Gott und sagen, wir können nicht mehr in der Ordnung bleiben, weil der Mensch uns die Kraft dazu vorenthält, weil er dich vergessen hat und nicht deiner Gerechtigkeit, deiner Wahrheit Genüge tut. Und sie sieht eine Zeit, in der Überschwemmungen zunehmen, Erdbeben, Kriege brechen aus, alles gerät in Wallung, so sagt sie. Sogar die Sterne gehen aus ihrem Kurs. Und der Mensch, der in dieser Schau Gott um Hilfe anruft, sagt, wie kannst du dem schwachen Menschen eine solche Verantwortung auflasten für den ganzen Kosmos? Und Gott antwortet dieser Frage, Mensch, du bleibst mir verantwortlich. Dein Problem ist nicht deine Schwäche. Die kenne ich wohl. Ich würde dir alles geben, was du brauchst. Aber du kommst nicht mehr zu mir. Meine Feste gefallen dir nicht mehr. Bei Hildegard ist die Umkehr und die Reue die welterneuernde Kraft, das offenbart ihr Gott. Sie geht sogar so weit und gibt uns das wieder. Jesus sagt ihr, wenn ein Mensch nur sich Gott zuwendet mit einem lauteren Hilfeschrei, ist das Auflichtung für die Schöpfung und Rückführung der Elemente in ihre Ordnung. Ich glaube, dass diesen Fingerzeig Gottes, diese Fingerzeige Gottes, die so vielfältig sind, die können wir in diesem Sinn aufnehmen. Und einfach sagen, Herr, ich möchte zu dir zurück. Lehre mich dort, wo ich bin und so, wie ich es fassen kann, deine Weisheit. Ich will deine Ordnung als ein Gebot annehmen und befolgen, denn in dieser Ordnung fließt die ganze Grünkraft, die Lebenskraft in die Schöpfung. Sünde ist niemals Privatsache, es betrifft immer alle. Hat Auswirkungen auf meine Beziehung zu ihm, auf unsere Beziehungen zueinander, auf unsere Beziehung zur Schöpfung, sagt der Katechismus. Und sie zerreißt in mir die Einheit und das Geborgensein. Drum, ich glaube, wir sind alle eingeladen, anzunehmen, was der Herr euch uns sagt. Ich suche dich jetzt selbst. Ich werde dich auf sichere Weide führen. Du wirst dort Frieden finden. Und das Böse kann sich deiner nicht mehr bemächtigen. Das ist ein Wort, das jetzt gilt für dich und für mich. Lasst uns neu immer wieder diese Richtung suchen und aufbrechen hin zu ihm. Er ist der Jahwe, der ich bin da. Bin da, er ist da. Lasst uns auf ihn schauen und diese Reue auch erwecken und die Bitte um Verzeihung. Denn sie ist die welterneuernde Kraft und sie ruht auf der Tatsache, dass Gott immer treu ist. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist die Liebe, die alles hervorgebracht hat. Er ist die Weisheit, die allem seine Ordnung gegeben hat. Und er will sich uns mitteilen. Er möchte für uns werden dürfen, was er ist.